Hier in diesem 4000 Morgen großen Naturreservat im Süden Bayerns hat Frank Tutanchamun sein Leben der Erhaltung von Mäusen gewidmet. Wir sprachen mit seiner nächsten Nachbarin, Frau Betty Weiß. Grüß Gott. Grüß Gott. Tutanchamun besitzt, wie er sagt, 8 weiße Mäuse, die hier durch Berg und Tal streifen. Also eine Maus ist gleich da drüben. 2 weitere sind hier in diesem Acker. Und wenn ich mich nicht irre, ist die alte Quiki auf dem Berg da hinten. Viele Wildschützer bezweifeln, dass es notwendig ist, 8 Mäuse auf diesem riesigen Areal zu schützen, wo es doch allein im nahen Stuttgart ganze 60 Millionen gibt. Bloß noch ein paar Minuten. Aber Frank Tutanchamun lässt sich durch Kritik nicht erschüttern. Vor kurzem hat er auch noch einen Fischnationalpark eröffnet. Auf einem 600 Morgen großen Waldgelände können Kabeljau und Hering wild herumstromen. Besucher dürfen durch das Gehege fahren und die Fische bestaunen. Vorausgesetzt natürlich, dass sie im Wagen bleiben. Die Fischwärter haben alle Hände voll zu tun. Leider hatte der Fischpark bis jetzt nur 6 Besucher. Weniger als die meisten anderen Zoos. Tatsächlich weniger als die meisten Privatwohnungen. Wir fragten den peruanischen Pensionsminister nach dem Grund. Ja. Immerhin, ich nehme an, dass wir... Er hatte keine Ahnung. Das große Geschäft allerdings sind seine Mäuse. Jeden Montag reitet Tutanchamun aus, um seine Herde zu zählen. Er nimmt jedes Mal 3 besonders kräftige und besonders abgehärtete Mausmäuse mit sich. Das ist Mausland, wo ein Mann tagelang reiten kann, ohne sein Tantchen zu sehen. Aber plötzlich haben sie Glück. Frank hat eine Maus ausgemacht und die Jagd beginnt. Wenn es eine Maus ist, die Frank zuvor nie gesehen hat, wird sie zurück zur Ranch gebracht, von einem Mausboy zugeritten und mit dem großen S gebrandmarkt. Während die Mäuseherden gen Süden trampeln, gibt es hoch auf den Hügeln einsame Männer, die nach noch größeren Schätzen suchen, die in diesen Bergen verborgen sind. Ich sage nur ein magisches Wort, das dem Menschengeschlecht Glück und Unglück gebracht hat, seit dem Anbeginn der Geschichte. Hühner. Gabby wäscht jetzt schon seit 50 Jahren Hühner. Wie viele andere Hühnerwäscher hat er noch den großen Huhnrausch von 49 miterlebt. Damals war dieser ganze Fluss voll mit Hühnern. Damals suchte man sie noch mit primitiven Methoden. Heute ist man fortschrittlicher. Gewaltigen Hühnerminen von Norddakota. Verzeihung, die gewaltigen Hühnerminen von Norddakota befinden sich unterhalb besonderer geologischer Formationen. Wie Sie selbst sehen, haben gewaltige vulkanische Kräfte bewirkt, dass sich diese mächtigen Taubengesteinsschichten nach oben falteten. Als Folge davon haben Sie hier diese Hühneradern freigelegt. Die Männer, die die Hühner unter Tage abbauen, sind nicht zu beneiden. In den Hühnerzechen herrscht meist ein unerträglicher Lärm. Viele von ihnen schuften wochenlang, ohne ihr Tantchen zu sehen. Heutzutage werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um die Hühnerquellen der Erde zu erschließen. Was sagen Sie jetzt? Pures Huhn vom Red River.
So leid es mir tut, Gabby, aber das ist leider gar kein Huhn. Was? Das ist eine Fälschung, Gabby. Ja, die ersten gefälschten Hühner waren aufgetaucht. Dieses italienische Lecon war ein geschickt umkonstruiertes Kaninchen. Diese ostfriesische Silbermöwe entpuppte sich als Hartmut Grund. Diese Brathähnchenkette wurde aus einem einzigen Kamel angefertigt. Eine höchst interessante Umbildung, jedoch nicht annähernd so interessant wie dieser Herr hier, der seinen Lebensunterhalt... Halt's Maul und schell dich raus, ich hab zu tun. Oh, Verzeihung. Ja, Heinrich Bonner fängt hauptberuflich wilde Flöhe. Er fängt sie ein, reitet sie zu und trainiert sie für Europas führende Flohzirkusse. Zum internationalen Flohdressurreiten, das nächste Woche in München stattfindet, wird Bonner mit 3 Flöhen antreten, unter anderem auch mit Ohr, seinem besten Floh im Stall. Wir drücken ihm die Daumen.